Hat. Und auf diesem Weg gute Genesung. Und ja, für die spüle ich mich heute ein bisschen herum, damit es dann nicht so fad ist im Bett. Mal ein bisschen schauen, was da heute so läuft. Wir machen heute durch die Anhänger. So, da haben wir zwei Anhänger hintereinander stehen mit einer Rampe. Und da werden wir ein bisschen herumfahren. So. Also Reifen funktionieren wirklich einmalig. So, mit der Konstellation. Die gecheckten Einlagen. So, mal schauen, ob das ohne Sperren geht. Ich probiere mal ohne Sperren. Will ja nicht. Ups. Jetzt nur mal die Vorderen eingeschalten. Das funktioniert aber recht gut. Aber das ist nämlich eigentlich ist gar nicht so ohne Stahl. Und ist natürlich auch geschliffenes Hartholz. Also glatt, glatt, glatt und nochmal glatt. So. Aber wie man sieht, er arbeitet richtig gut. So muss es sein. So muss es sein. So, wenn wir schön gerade anfahren. Am Bei. Einmal ganz zurück, weil wir müssen da hinten einfilmen. So drinnen, da, ja genau, sind wir richtig. Da ist die Sperre drinnen und der gehört ab und zu ein bisschen geschmiert. Nachher sperrt er auch leichter. Und vor allem da auf der Seite rechts den Bautenzug nicht zu fest spannen, weil sonst blockiert die Saal nämlich. Jetzt einmal, wenn es geht, von hinten anschauen und zurück umfahren. Weil das ist auch recht spannend. So, jawohl. So.
So, und was jetzt kommt, ist Premiere. Jetzt schauen wir, was ich da für einen herrlichen Spielplatz habe. Man muss nur kreativ sein. So. Bitte. Da steigt er hinten drüber auf. Da. Sensationell. Sehr gut. Gut. Aufpassen und hochsteigen. So. Und jetzt schauen wir mal, wo wir da ankommen. Wenn wir da rüben sind. Herzlichen Dank vorerst, Niki, für deinen herrlichen Spielplatz. Gut, dass du dir auch Holz gekauft hast. Ja, dann habe ich da was zum Spielen. So, ich glaube, das ist schon ein tolle Geschichte da. Ich hoffe, ich werde es so ein bisschen in Kosten reinkriegen. Das mit der Obi, das wird nicht funktionieren. Aber eine kurze Pause, ich muss mir das anschauen. So, wir sind da unten ein bisschen gleich schlichten, weil das Auto halt auch ein bisschen groß ist. Für den kleinen Platz. Jetzt schauen wir mal, ob wir es schaffen. Ob wir da unten rein können. Also da sieht man jetzt einmal, dass der Servo schon sehr gut arbeitet. Da bin ich wirklich überrascht. So, fährt man wieder gleich grad. Schauen wir, ob wir jetzt auf die Erde kommen. Und da glaube ich, da haben wir hinten die Sperre eingeschalten. Au weh. Au weh, da müssen wir wieder los rein. Das ist halt auf so einem Scheiterhaufen halt vorne, ist halt schon eine eigene Liga, gell? Wenn sich der Untergrund ständig verändern kann. Mal schauen, ob wir das Pferd von hinten aufzäumen und das ein bisschen ausweichen. Jawohl. Jetzt da zurück und wir kommen auch wieder. Dann sind wir durchaus grandios unterwegs da.
Weil da vorne darf man nicht runterfallen, weil da fällt er ein Meter. Umgespitzt. Wie der Anwalt gesagt. Aber halt. Also beim Sperren ausschalten immer ein bisschen Viere zurück und links rechts, weil es sein kann, dass er sich ein bisschen verkleimt. Ja. Haben wir da noch einmal um. Ja, das sind diese Geschichten, was nicht planbar ist. Gell? Und da muss man dann halt ein bisschen, sieht, stößt man da nicht an, dann haben wir, stellen wir da hinten an. Also, die stehen quasi immer jeden Tag an. Es ist nicht wirklich einfach der Weg da, den richtigen Weg zu finden. Da sieht man auf der Hutscheibe da mit dem Gewicht, mit der Servo Glas arbeitet. Also da ist wirklich ein Röhrchen, den kannst du problemlos, den kannst du problemlos kaufen. Ja, guten Morgen, servus. Ja, guten Morgen ist gut, gell? Guten Morgen ist gut, gell? Ja. Normal sonst vorher auf sowas nicht wirklich. Ja, das. Aber auch jetzt eine Demonstration, wie er erstens einmal super jetzt fährt und zweitens, da seht ihr, wie gut, dass der fertig 35 Kilo Servo druckt. Und zwar wirklich problemlos. So. So, danke unserem Niki für den Holzhaufen, den decken wir jetzt wieder zu. So, lieber Niki und Nachbar, vielen Dank noch einmal für deinen Anhänger. Es hat schon was. Das war jetzt nicht notwendig.
da schau dir an. Servus. Oh, das ist ein Vorhang, das ist ein Vorhaben, das was mir nicht gelingen wird, da umzudrehen, aber es war schon sensationell aufzukommen. Nein, das ist einfach zu schmal. Den Fuß da unten zu behalten. Und jetzt nur um zu demonstrieren. Wie schief das er steht. Aber der Fuß ist nicht mehr da, vorsichtshalber. Das wollen wir nicht. So, da haben wir wieder eine ganz gute Partie. Eine Rutsche. Ja, macht dann wie nix. Macht er wie nix. Ja. So.
wir ein bisschen was Neues entdeckt da. Was ein bisschen halt was ist zum Spielen für große Jungs. Ja, und da, liebe Leute, da sind die Hundefreunde zu Hause. Da haben wir die Hundesacker und dann eine nicht in die Mülltonne, sondern da her, weil da gehören sie ja her. Ne? Da sind sie überall. Das ist schon eine feine Sache, das gefreut mich immer wieder, wenn ich sowas sehe. Wenn ich sowas einmal sehe, der sowas macht, das will sie dann am besten warm anziehen. Vorher war ich ziehen dann nämlich auch. Und irgendwann da wie ich ihn. Was haben wir da? Aha, okay, das ist aber schon fein. Schaut euch das an. Also jetzt ist sowieso der Strom aus. Okay. Haben wir gleich tauschen. Ja, schön.
Thank you.
jetzt der Abschluss. Brüderchen, noch einmal gute Genesung von mir und wahrscheinlich allen übrigen Freunden, die da den Kanal mitverfolgen. Gute Besserung. Bis dann. Viel Spaß beim Schauen und Baba dabei.